Herr Betschart, Sie haben heute beim 7. St. Galler Forum für Management erneuerbarer Energien die dritte nationale Ausschreibung des Zürich-Klimapreises vorgestellt. Was sind Modifikationen gegenüber den vorherigen Ausschreibungen? Wir hatten ja im 2014 bei der zweiten nationalen Ausschreibung 108 Projekte erhalten und es war nicht ganz einfach für die Jury, diese 7 Preise zu vergeben. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir uns entschieden, für die Ausschreibung 2016 die Preisstruktur zu straffen und wir vergeben neu 5 Hauptpreise. Wir haben auch mehr Gewicht gelegt auf die Startups. Wir haben neu den Startup-Preis mit 25.000 Schweizer Franken dotiert. Bei der letzten Ausschreibung haben wir 44 Projekte von Startups erhalten. Was sind Ihre Erwartungen bezüglich der diesjährigen Ausschreibung und mit wie vielen Projekten rechnen Sie eigentlich? Das ist immer eine ganz heikle Frage, nicht? Die Erwartungen sind natürlich eigentlich hoch, auch bei uns intern. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie viele Projekte effektiv eingereicht werden. Für einen guten Klimapreis rechne ich mit 75 bis 100 Projekteingaben. Und bis wann kann man sich bewerben? Ja, das natürlich jetzt. Wir sind in der heißen Schlussphase, also 10. Juni ist das Enddatum, 24.00 Uhr. Also man muss sich sputen, man hat doch noch Zeit, knapp 12 Tage, um Projekte einzureichen. Also genügend ist auch aus der Erfahrung, zeigt sich, 80% der Projekte werden in den letzten 48 Stunden eingereicht. Dann hoffe ich auf viele qualitativ hochwertige Ausschreibungen. Ja, das hoffe ich natürlich auch und ich bin sicher, dass wir dann in einem Jahr hier am 8. St. Galler Forum die Preisträger vorstellen können.